Hallo liebe Salat-Junkies, heute möchten wir mal über die Balancer für Bleiakkus reden. Ja, warum ein Balancer? Ein Balancer braucht man, wie schon das Wort sagt, balancieren, um die Akkus auf gleichem Ladeniveau zu halten. Also gleiches Ladeniveau, gleiche Kapazität zu holen. Vorausgesetzt, man hat gleich große Akkus. So, heute sprechen wir über die Bleiakkus und dafür gibt es auch Balancer, wie für die Lithium-Akkus auch. Ich habe hier mal einen zur Anschauung. Diesen braucht man natürlich nur, wenn man ein 24-Volt-System hat und dementsprechend mindestens zwei Akkus in Reihe geschalten hat. Wenn man natürlich noch ein größeres System hat mit 36 Volt oder 48, bei 36 Volt bräuchte man dann zwei solche Balancer. Bei 48 Volt bräuchte man drei Balancer und es gibt auch im Internet fertige Balancer für 36 und 48 Volt. Aber von dem einfachen Balancer bräuchte man dann zwei bzw. drei Stück. Um es anschaulicher zu machen, auf den Balancern steht A und B. Für mich anschaulicher ist 1 und 2, die erste Batterie und die zweite Batterie. Darum schreibe ich hier mal 1 und 2 drauf. Was jetzt man sieht es auch. 1, 2. So. Ich denke, man sieht es jetzt. Gut. Diesen Balancer habe ich von, also den gibt es als Billig-Balancer aus China. Billig in Anführungszeichen, dann kostet der aus China auch noch mindestens 13, 14 Euro. In Deutschland wird er hier zum Beispiel vertrieben. Diese Firma kennen die meisten. Da kostet er schon 27 Euro. Diese für 48 oder was, die gehen dann bei 50 Euro los oder so. Also relativ teuer. So, dann habe ich ein bisschen Video gesehen. Der hat gesagt, man könnte die Drähte vertauschen. Rot und schwarz. Das einmal Plus ist, Plus und Minus. So, und die könnte man vertauschen. Es wäre egal, welche Batterie die erste wäre, welche die zweite wäre. In dieser Hinsicht gebe ich Ihnen recht. Nur, ich weiß nicht, warum tut man das dann auch so rot und blau. Und auch noch entsprechend drauf kennzeichnen, 24 plus, 24 minus. Ob es funktioniert, er sagt, es funktioniert, ich weiß es nicht. Ich würde es nicht ausprobieren, für was ist es rot, für was ist es schwarz. Also 24 plus, 24 minus. Ganz einfach, ich würde es einfach so lassen. So, dieser muss an die Brücke zwischen den Batterien, der weiße. Der Weiße muss immer auf die Brücke zwischen den Batterien. Weil entweder fließt der Strom über den Balancer so, entweder fließt er so für die eine Batterie oder so für die andere Batterie. Dann muss der immer zwischen die Batterien auf die Brücke zwischen den Batterien. Okay. Ja,
Dieser Balancer macht im Grunde nichts anderes. Dieser Balancer macht im Grunde genommen nichts anderes als die Spannung ausgleichen. Also hat die eine Batterie mehr Spannung, wird die andere Batterie, bekommt die andere Batterie mehr Strom, also fließt Strom über die Kabel, damit die andere die Spannung wieder anhebt und die andere bleibt bei der Spannung. Und so wechselt das, wenn es die andere wieder ist. So. Das sollte eigentlich in ganz geringen Grenzen passieren. Also so 0,02 Volt oder sowas. Ich schaue noch mal, ob da was steht. Aber ich sehe jetzt hier bei dieser Sache sehe ich hier jetzt nichts. Ist halt wie immer in schönen Chinesisch oder mit bisschen Glück noch in Englisch. Wie ihr seht, dies habe ich jetzt aus einer China, also die habe ich in China bestellt. Dieser Balancer hier, dieser. Und da steht genau der gleiche Typ drauf. Moment, muss ich euch nochmal finden. Da steht genau der gleiche Typ drauf. Ja, wo habe ich denn jetzt? Ach ja. Ja, steht genau der gleiche Typ drauf. HA01. Wie hier. HA01, aber dieses ist ja in Deutschland gekauft. Eine deutsche Firma. Also, man muss nicht in Deutschland kaufen. Man kriegt im Endeffekt das gleiche wie in China, auch wenn Westec drauf steht oder. Bei Westec muss man noch aufpassen, bei den anderen ist es jetzt nicht mehr so, aber früher vielleicht auch. Ich habe Westec bekommen, die können nur 1,5 Ampere oder 3 Ampere und diese Regler können aber 5 Ampere. Also da ist man dann auch nochmal ausgetrickst. Hier dieser kann 5 Ampere hier. Kann man es lesen? Bis 5 Ampere. Ja. Machen wir mal hier. Geht nicht. Geht's nur noch oder geht's nicht? Ich halte mal weiter weg. Da müsste man es lesen können. 0,0 bis 5 Ampere. Gut. So. Jetzt zum. So, jede Laderegel hat zwei Dioden, Leuchtdioden, für die eine Batterie, für die andere Batterie. So, und wenn zum Beispiel beide ausgeschaltet sind und man hat das angeschlossen, wären die Spannungen bei den Batterien identisch. So, blinkt eine der beiden, wird eine der beiden eben beladen, um es auszugleichen. So, und es blinkt immer diese, bei der die Spannung kleiner ist. Also ist bei der ersten die Spannung kleiner, blinkt der erste. Ist bei der zweiten die Spannung kleiner, die zweite. So.
Sollte eine Batterie, eine Bleibatterie unter 10 Volt gehen, aus irgendeinem Grund, weil es kaputt ist oder so, dann wird eine dauerhaft brennen. Also entweder A, also der erste, oder B, je nachdem, welcher das ist. Wird also ein, brennt also, man muss sich merken, brennt also eine dauerhaft, ist eine Batterie unter 10 Volt oder kaputt. Also wahrscheinlich kaputt. So. Nun beide leuchten und sind richtig angeschlossen. Muss man aussetzen. Dann sind beide Bleibatterien unter 10 Volt. Denn wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt zwei nur anschließt, also, dann leuchten auch beide. Also zwei Kabel nur anschließt. Ja. Arbeiten eigentlich relativ zuverlässig. Solange wie ich sie dran hatte an meinen Bleiakkus, waren die Spannung auch fast identisch, also nie ganz identisch. Also es waren immer 0,02, 0,05 Volt. Wenn sie nochmal richtig gesagt, 0,05 Volt Unterschied. Sollte wirklich ein Unterschied sein von 0,2, 3, 4 Volt, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Meistens ist immer der schlimmste Fall, eine Batterie hat dann eine Zelle defekt. Und dann blinkt auch immer diese, dann blinkt auch immer diese Batterie. Könnte darauf gehen, dann blinkt die Batterie fast immer. Immer. So, wie findet man raus, ob das Ding rumspinnt oder ob die Batterien kaputt sind? Ganz einfach. Ihr habt diese ja mit dem Balancer geladen. Schon länger. Ist ja immer zu dran. So. Dann müsst ihr die Batterien abklemmen. Auf dem Balancer. Alles abklemmen. Also, dann müsst ihr 4-5 Stunden warten, bis die Batterien in ihren Ruhezustand sind. Das heißt, einfach 4-5 Stunden warten. So. Dann misst man die Spannung. Und dann werdet ihr feststellen, ihr wisst, eine Batterie unter 12,5 Volt ist immer defekt. Wenn sie im Ruhezustand ist. Da ist irgendwas mit einer Zelle, ist mindestens was nicht koscher. Auch wenn sie vielleicht noch geht und es ist noch am Anfang, aber irgendwas ist kapazitätsmäßig dann. Ihr merkt ja auch dann, wenn die Leistung abstellt. Noch was, wenn man Bleiakkus dran hat, also an der Anlage. Und da habe ich auch von jemandem gestern gehört. Am Anfang, da haben die Batterien die ganze Nacht gehalten. Und heute ist es eben nicht mehr so. Da halten sie nur noch 2, 3 Stunden oder was weiß ich. Das kann ich euch auch erklären. Am Anfang, wenn ihr die bekommt, sind die voll geladen. An eure Anlage laden die, werden die gar nicht mehr richtig voll. Weil so eine Bleibatterie, die braucht viel länger, um voll zu werden, als, ja, darum gehen ja auch jetzt schon viele auf Lithium-Akkus, weil die nicht, das liegt am Laden. Also die wird geladen, die Spannung steigt 24, 25, 26, 27, 28. Und wenn sie bei 28 ist, dann nimmt die nur noch wenig Strom auf. Ja. Die hat aber die 28 Volt nur durch diese Ladung, also dann, weil sie geladen wird. Wenn man die Ladung wieder wegmacht, hat sie nur 25 Volt oder 26,5 oder irgendwas. So,
Aber wir wollen sie ja laden. Und das sind 28 Volt. Und da nimmt sie nur ganz wenig auf. Das heißt, sie braucht Tage, um wieder wirklich voll zu werden. Weil sie ja nur mit 2, 3 Ampere geladen wird. Und das ist ein Mist bei Bleiakkus. Weil man die Spannung nicht unten halten kann. Man müsste die Spannung auf 24 oder 25 oder 26 von mir aus mit einem Regler runterregeln können, damit sie immer mit 24, 25, 26 geladen werden. Dann würden sie auch viel Strom aufnehmen, weil sie ja mit höheren Strom geladen werden würden. Geht aber nicht. Ich meine, es geht schon theoretisch, nur praktisch, man müsste den Strom, wo sie mehr aufnehmen würde, den müsste man irgendwo anders verpulvern, damit man bei der unteren Spannung bleibt. Und dann wird es im Endeffekt auch mit 24 nur 2, 3 Ampere aufnehmen. Das ist halt der Mist. Weil man schon woanders den Strom verpulvern müsste. Also, Bleibatterien kann man nicht so schnell aufladen, wie man bräuchte, wie man möchte. Gerade bei größeren Bleiakkus ist das so. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man das mal rechnet. Das heißt, bei 180 Amperestunden, 18 Ampere, bei 28 Volt lädt sie keine 18 Ampere, 4, 5, 6, 7 Stunden oder 10 Stunden, dass sie voll ist. Das lädt sie nicht. Und wenn man die Spannung weiter erhöht, geht es kaputt. Und das ist das Manko bei großen Bleiakkus. Und darum hat man auch nicht die Leistung, wie wenn man schon neu kauft und einstellt und man ein, zwei Tage die Nacht durchbringt, ohne dass er. Das ist das Problem bei Bleiakkus. Und darum gehe ich auch weg von Bleiakkus und gehe zu Ionenakkus, Lithium-Ionen-Akkus. Weil man die viel schneller laden kann. Die lädt man zwar dann auch nicht voll, aber zu 80% oder 90% oder 70% lädt man die voll. Und dann geht der Strom eine Stunde. Und die sind also dann so voll. Darum sind Lithium-Ionen-Akkus besser. Vielleicht ein bisschen komplizierter. Und Pech hat vielleicht auch ein bisschen gefährlicher. Aber da muss man halt Fortkehrungen treffen. Ja. Darum. Ohne Balancer braucht ihr eigentlich gar nicht anzufangen bei Bleiakkus. Weil die immer auseinander driften, die Spannung der Bleiakkus, die driften immer auseinander. Wer bis jetzt das Glück hatte und sie nicht auseinander, dann hat er Glück. Anders kann man das nicht ausdeuten. Ich zeige euch noch einmal da die Verschaltung, dass ihr noch einmal das schön seht hier. Man kann also auch nicht nur mit diesem Balancer, kann man nicht nur zwei Batterien kontrollieren. Wenn man also eine 24-Volt-Anlage hat und hat zweimal 24 Volt, also vier Akkus, kann man das auch damit kontrollieren. Man könnte auch theoretisch 10 Akkus kontrollieren bei 24 Volt. Nur man muss sich eins bedenken. Dieser Balancer macht 5 Ampere. Und wenn man umso mehr, wie man dazu, 2, 4, 6, 8, 10, umso mehr, umso weniger Ampere bekommt eine Batterie. Dann wäre es immer besser, nur zwei Batterien zu nehmen. Da kann er besser ausbalancieren als mit wenig Strom bei 4, 6, 8, 10. Ich zeige euch aber jetzt mal das hier und da kann man das auch nochmal schön sehen.
Ja. Seht, hier mit 4 Batterien und mit 2 Batterien. Kann man die parallel anklemmen. Den roten, den schwarzen Leiter, roten auf Plus, den schwarzen auf Minus, der 24 Volt und das weiße immer zwischen den Batterien. So, und dann nur zur Info noch einmal, man könnte auch mit zwei, halt, da bin ich, mit zwei Balancern 36 Volt, also drei Batterien hintereinander machen. Und man könnte mit drei Balancern 4 Batterien hintereinander verschalten. Mit 48 Volt. Es ginge. Ist natürlich ja dann für mich, wäre das ein immenser Kostenaufwand, wenn das so machen würde. Denn dreimal, wenn ich es in Deutschland kaufe, dreimal drei wären das schon 90 Euro ungefähr. Nur die Balancer. Fast 90 Euro. Und in China sind es halt trotzdem auch 45 Euro oder sowas, 50. Also billig sind sie nicht, meiner Meinung nach. Und bei mir ist es, was heißt billig, günstig. Bei mir soll es auch günstig gehen. Weil jeder Euro, den man mehr ausgibt für Solaranlage, jeder Euro, den man mehr ausgibt, muss man auch erst wieder erwirtschaften. Denn im Endeffekt kauft man sich eine, oder baut man sich ja so eine Anlage, um zu sparen und nicht um Geld reinzustecken. Also wer was anderes erzählt, soll das, aber ich glaube ihm nicht. Natürlich kann man auch eine kleine Anlage nur aus Spaß bauen. Die wird auch nie was reinbringen, eine kleine Anlage. Aber wenn man sich also wie hier mit 48 Volt oder 36 Volt beschäftigt, dann ist es schon eine größere Anlage oder wird es eine größere Anlage und da will man auch Geld reinbringen und nicht mehr auf Spaß. Gut. Also habe ich euch jetzt über den Balancer eigentlich alles erzählt. Wie gesagt, für Chinesen und für Engländer super, für die Deutschen selber machen. Und ja, ohne würde ich gar nicht machen, 24 Volt, ohne einen Balancer. Weil den braucht man spätestens nach einem Monat oder zwei. Laufen, driften die so auseinander, dass der eine Batterie extra laden müsst. Oder dass die, oder wenn ihr nicht rechtzeitig drauf geachtet habt, ist das Problem, die eine hat viel zu viel Spannung, die zerkochte sozusagen, und die andere hat zu wenig Unterladungsschutz. Und das macht sie wirklich nicht lange mit Unterspannung. Auch die Überspannung. Wir sollten auch noch mal drüber sprechen, über die ganze Spannung, aber das würde ich dann bei Wiener und Fair machen, über Bleiakkus insgesamt. Da sollten wir noch mal über die Spannung reden, weil da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Sachen. Aber könnt ihr ja dann auch anderer Meinung sein wie ich, aber ich erzähle es euch dann. Okay. Dann bis bald, alles Gute, tschüss.